Hallo, hier ist wieder Peggy von PJs Ideenreich aus Ravensburg und heute mit der letzten und vierten kreativen Auszeit im Mai. Unser Stempelset, kunstvoll koloriert, hat uns jetzt den ganzen Monat begleitet, so rum. Und die passenden Accessoires dazu. Da gibt es einmal diese Goldelemente und dann hier noch die Pailletten dazu. Das waren meine zwei Produkte, die ich für jede Karte verwendet habe. Und wenn du alle vier Karten als Kartenset haben möchtest, dann musst du bei mir bloß für 60 Euro bestellen. Also für mindestens 60 Euro. Entweder im Online-Shop oder aber direkt bei mir. Und dann bekommst du das Kartenset gratis als Geschenk dazu. Wir fangen jetzt mal an. Und zwar ist das unsere letzte Karte. Ein kleines Dankeschön. Hier hat sich jetzt die Schleife gefangen. Und das hier ist mein Materialpaket. Einmal eine Grundkarte in Marineblau. Zum ersten Mal in dieser Reihe verwende ich keine In-Color-Farbe. Also, Marineblau mit den Maßen 21 mal 14,5, gefalzt bei 10,5. Und dann habe ich hier ein Reststückchen in Grundweiß mit dem Maß 7 mal 4,5. Und dann hier ist das 7,5 mal 5 cm. Und natürlich noch ein kleines Stückchen Kordel. So, auch diese Karte ist ganz einfach gemacht. Wir lösen uns jetzt hier unsere Blüten und Blätter raus. Und die nehmen wir jetzt einfach zum Dekorieren. Ihr müsst natürlich nicht so viel nehmen, aber ich fand das jetzt eigentlich ganz passend. Außerdem bekommt ihr ja, wenn ihr das Set im Ganzen kauft, bekommt ihr 5 Blatt von dem und ein großes Blatt, also 5-mal so viel Pailletten, wie ich hier habe. So. Wenn ihr es quietschen hört, es sind die kleinen Kitten. Moment. Hat sie sich doch glatt einfach draufgelegt. So. Wir bestempeln uns erstmal unser kleines Tech-Teilchen. Und zwar mit dem Schriftstempel Danke. Und den setze ich mir ganz mittig. So. Und dann kann das Stempelkissen schon zu. Das war's schon mit Stempeln. Und jetzt habe ich irgendwo noch, das muss ich jetzt mal kurz suchen, mein Teilchen, was da reinkommt, runtergefallen. So, das haben wir nämlich noch übrig. Das habe ich ganz vergessen zu zeigen. Und zwar ist dann hier so zwischendrin noch, na, komm raus. So, jetzt haben wir den Rahmen und das Blättchen hier, das brauchen wir auch noch. Jetzt. Und zwar klebe ich mir das hier mittig drauf und wie ich das fixiere, zeige ich euch jetzt. Und zwar einmal mit Pailletten und aber auch mit dieser Schleife. Meine Schleife. Jetzt möchte mich mein Material ärgern. Hier. Also, ich nehme den Faden doppelt und schneide ihn mir einmal auseinander. Das sind ungefähr, Moment, 40 cm. So, und dann mache ich mir mein Schleifchen. Ihr könnt auch zwei unterschiedliche Farben nehmen. Da ich aber in Marineblau und Gold arbeiten wollte, was ich nämlich toll auch für Hochzeiten finde, so als Dankeskarte, wollte ich jetzt keine weitere Farbe dazu nehmen. Ihr könnt natürlich auch noch Weiß dazu nehmen. Das wäre ja jetzt durchaus passend. So, und jetzt nehme ich mir mein Dimensional, mein Glue Dot. Und klebe mir die Schleife so auf, dass ich mir mein Teilchen hier fixiere. So.
zweimal. So, und dann kann ich mir das noch mit Pailletten ein bisschen fixieren. So. Genau. Jetzt kommt das hier ja so drauf. Also klebe ich mir das hier schon mal fest, und zwar jetzt mit Dimensioners. Und die Dimensioners, die nehme ich aber bloß in die Mitte. Damit ich nachher noch Platz habe, um mir diese goldenen Akzente darunter zu schieben. So. Und auch das fixiere ich mir mit Dimensioners. Und auch wieder nur in der Mitte. So, und dann klebe ich mir das hier einmal möglichst mittig auf. So. Und jetzt kann ich mich schon ans Gestalten mit meinen goldenen Zierelementen machen. Ich fange immer an mit dem größten. Ups. Und baue dann darauf auf. Und ich nehme natürlich immer Dimensioners, weil es einfach eine saubere Sache ist. So. Klebe ich das hier schon mal hier drunter. Und damit wir auch ein bisschen mit Höhe spielen, können wir das jetzt hier drunter kleben. Rein Theo könnte man das jetzt auch schon so lassen. Aber wie gesagt, wenn wir es schon haben, dann können wir auch ein bisschen üppiger arbeiten. So, einmal. So drunter. Und jetzt haben wir noch das, und ich glaube, das setze ich mir hier hin. Ja. So. Und weil wir jetzt ja hier nur zwei von denen genommen haben, nehme ich mir jetzt noch ein drittes und setze mir das hier oben hin. So. Und das war meine vierte Kartenidee. Ihr seht, diese Akzente, diese Goldakzente, die sind toll einsetzbar für alle möglichen Projekte. Ich bin ganz schief. für alle möglichen Projekte. Ich hoffe, euch hat die kreative Auszeit im Mai gefallen. Und von dem her wünsche ich euch jetzt einfach eine kreative Zeit. Bleibt gesund, bleibt kreativ, und wir sehen uns dann im Juni. Zum KLTG, zur kreativen Auszeit oder zu sonstigen Projekten. Bis dann. Ciao, ciao.